39. 3, 4, natürlich ein Stück, was nie jemand gespielt hat. Kein einziger unserer Musizi heute hat das Stück je gesehen oder unter den Händen gehabt. Und das ist natürlich auch eine große Chance, weil die Neugierde auf so ein Stück ist natürlich dann sehr, sehr groß. Und gerade mit einem Orchester, die natürlich unglaubliche Erfahrungen haben in diesem spätromantischen Repertoire, diese Wagner-Strauß, darauf baut es ja auf, Schreker als Erbe Wagners. Aber hat schon eine ganz eigene Klangsprache natürlich und der Klang ist seiner, ist ganz unvergleichlich farbenreich und detailliert. Aber natürlich ist es wunderbar, mit einem Orchester zu arbeiten, die das alles kennen, die Vorbilder. Die sind alle, die schwingen so mit und beim Orchester auch, die Damen und Herren, die haben das natürlich einfach total im Herzen. Und dann kommt man zu so etwas ganz Neuem und doch fühlt man sich halb zu Hause. Und auch das ist natürlich sehr schön. Es ist auf jeden Fall eine Klangsprache, die so überbordend ist und so überreich auch. Alle können sich immer wichtig fühlen und haben auch gutes Recht dazu. Und es irgendwie doch so zu kanalisieren, dass wir alles zusammen so ein Gefühl haben von Kammermusik machen mit einer riesigen Band. Das ist ein großer Spaß und auch eine große Anforderung, weil natürlich die sich zurücknehmen und immer die anderen in den Scheinwerfer stellen und wieder zurück. Das passiert alles im Pro-Takt. Mehrere Male gibt es solche Richtungswechsel und ist halt in diesem Stil ganz besonders spannend. Gleichzeitig ist es so eine Tonsprache, die einem alles abverlangt zwischen ganz feinen Klanggespinst und wirklich brutaler Orgie. Einmal schreibt der Schreker orgiastisch, einfach nur so, mitten in die Partitur, orgiastisch, ja klar. Also da ist man mittendrin und naja, das nimmt einen so mit und man muss halt aufpassen, dass man nicht auch selber mit weggespült wird von dieser ganzen Welle. Es ist einfach ein fantastischer Musikdramatiker, Schreker, der ja auch den Text selber geschrieben hat, so wie Richard Wagner alle seine Texte selbst. So ist das bei Schreker ganz genau so. Das heißt, man ist wirklich in einem Gesamtkunstwerk, wo kein einziger Baustein nicht durch die Hand des Meisters gegangen ist. Und hier spürt man eben ganz genau, dass das Orchester eben auch seismografisch, diese ganze Hektik, diese auch Panik und Gewalt, das alles auch unterstreicht und eigentlich ja, befeuert. Also es ist spannend. Auch in so einer ersten Orchesterprobe passieren einfach Dinge, die man sich ja im Grunde so in keinem anderen Stück vorstellen kann. Das ist einfach überwältigend. Ich habe mit Musikern gesprochen, die sagen, dass wir das überhaupt jetzt kennenlernen. Ist einfach so toll. Und es geht mir eigentlich ganz genauso.